Ja, servus Leute und ein herzliches Willkommen zum Freitagsvlog. Bei mir ist heute Dienstag, der neue Vlog kommt jetzt jeden Moment. Und ich stehe unten am Feld, es ist recht windig, aber warm. Bin von der Arbeit heimgekommen, morgens mein Feiertag. Und das Wetter passt jetzt. Es hat die letzten Tage schön geregnet. Jetzt hat es heute ein bisschen abgelüftet, der Boden ist aber noch schön feucht. Ich erhoffe mir, dass der Pflug so ein bisschen leichter reingeht. Ich stehe jetzt unten am Feld. Ich habe gerade mal die Eckpunkte abgesteckt. Wir müssen das, wie gesagt, über Sibalis angeben, wo wir das hinmachen. Und den Platz solltest du natürlich dann zu 90% auch treffen und nicht mitten im Feld irgendwo dann drin. Ja, ich habe mir das jetzt auch mal gesucht. Ich habe die Eckpunkte gerade mal so ein wenig niedergetreten, dass man das findet. Auf einem steht hier der Reilly. Das ist der eine Eckpunkt. Dann geht es hier so rein. Also ob das jetzt 100% gerade ist, was ich mache, das wird sich dann zeigen. Auf alle Fälle geht es hier so rein. So Pi mal Daumen. Der nächste Eckpunkt ist dann hier hinten. Da an dieser Stelle. Aha. Da. Dann geht es hier runter. Und da habe ich dann normalerweise nochmal einen Eckpunkt gemacht. Und das ist dann mein, wenn ich ihn noch finde. Ah, da ist er. Und das ist mein vierter Punkt dann hier. Ja, und von da geht es dann wieder vor. Das ist so diese Feldfläche hier. Das sind 26 mal 15 Meter mal 26 mal 15. So Pi mal Daumen. Wenn es ein bisschen größer wird, hat der Vater gesagt, ist es nicht schlimm. Aber halt nicht 20 Meter weiter ins Feld rein und 10 Meter breiter, dann könnte es unter Umständen wieder Probleme geben, aber so die grobe Richtung, ja, wird funktionieren. Ja, ich habe jetzt als Schlepper vorne dran den KA15, der steht ja da, übrigens frisch gewaschen, darf ja auch mal sein. So, das da gefällt mir gar nicht, weil ich bin jetzt schon wieder den falschen Weg vorgelaufen. Hier ist eigentlich mein Eckpunkt unten und ich bin jetzt von da gekommen. Zeigt sich beim Ackern, werde ich gleich sehen. Ja, auf alle Fälle, ich probiere es mal mit dem. Mal schauen, ob es geht. Luft habe ich abgelassen auf ein paar. Dann sollte er nochmal ziehen. Und das schauen wir jetzt einfach mal.
Wirbelsäule habe ich. Vom Gefühl her ist es fast noch ein bisschen tief, beziehungsweise ich habe jetzt einen kleinen Fehler gemacht. Der Bulldog hier hat eine Schwimmstellung und wir sollten natürlich den Flug auf die Schwimmstellung tun, sonst funktioniert das nicht. Stützrad ist hier jetzt auf alle Fälle mal noch ein kleines Stück tiefer, weil die Höhe gefällt mir noch nicht so ganz. Einfach über die Handkurbel hier. Mal ein Stück runter. Reingezogen hat er sich. Leistungsprobleme habe ich keine. Eher Traktionsprobleme. Der K15 zieht den locker hier durch. Bloß wenn der Flug dann nochmal richtig anpackt, dann steht das Ganze gespannt. Und dann drehen die Räder links und rechts. Differentialsperre habe ich rein. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
also der kleine 15er Gramm, er zieht das Ding ja wie eine 1, das geht wunderbar. Ich meine, was ist zu erwarten vom Wenden und, das sind kleine Flugkörper, ganz klar. Das ist kein Riesenflug. Man kann jetzt da der keine Wildwunder erwarten, wenn der aggert, aber er aggert. Der Boden wird gewendet. Ja, das Grünfutter hier drauf, der Weizen ist natürlich schon relativ groß. Man hätte ein wenig eher aggern müssen. Der geht nicht ganz drunter. Ist aber nicht schlimm, weil hier kommt ja eh nochmal die Fräse dann am Schluss. Da kommt der KL 300 mit der Fräse noch zum Einsatz und ebnet das Ganze ein. Von daher sehe ich da kein Problem. Zieht oder eine Wiener 1, wie gesagt, die Pflugfurche hat eine Tiefe von, schauen wir doch einmal. Also wenn wir unten den Trecker wegen rausnehmen, weil sie nicht ganz sauber ist, dann hat sie eine Tiefe von, naja, wenn wir nicht übertreiben wollen, 16 bis 17 cm. Also 2x 16 bis 17 cm Tiefe, wo ich schaffe, sehe ich eigentlich als annehmbar an. Ja, wie gesagt, ich will ja jetzt da nicht den ganzen Boden komplett umgraben. Ich will ja hier bloß ein wenig vorbereiten für die Kartoffeln. Und das funktioniert so. Also von daher ist das für mich in Ordnung. Einstellungstechnisch habe ich jetzt gar nichts weiter gemacht am Schlepper. Eventuell, wie gesagt, ich kann den Oberlenker noch umstecken. Der könnte theoretisch noch, obwohl wenn ich mir jetzt genau angucke, von der ganzen Richtung, naja, doch ein wenig tiefer könnte eigentlich. Der steht fast zu gerade. Aber so, wenn ich das sehe, ja, da kriegt der kleine Bockel da noch mal ordentlich was zu tun. Ich dachte, das war ja das Hin und Zweck. Warum fahre ich jetzt nicht mit Wenden? Ja, Wenden wäre natürlich eine tolle Sache, sage ich ganz ehrlich. Bloß fahre ich in die Richtung, fahre ich bloß raus auf dem Weg. Fahre ich wieder zurück, fahre ich mir in meinen Bestand rein und fahre meinen Bestand zusammen. Das wird der eine oder andere sagen, dann lass da halt eine kleine Ecke als Vorgewende. Ja. Nein, weiß ich nicht. Ich muss mal gucken. Also eigentlich möchte ich mir schon mal wenden und von der anderen Richtung auch. Und jetzt haben wir noch ein wenig rumprobieren. So Leute, mittlerweile haben wir Donnerstag. Habt ihr den Maifeiertag gut überstanden oder waren da alle besoffen? Ja, also ich war nicht unterwegs zum Wandern. Normalerweise gehe ich immer wandern mit der Familie. War aber nicht unterwegs. Hab daheim ein wenig was gemacht. Ja, normalerweise ist der Tag ja eigentlich Tag der Arbeit und nicht Sauftag, aber egal. Ich war jedenfalls nicht besoffen. Ich hoffe, ihr seid alle gut durchgekommen. Ja, ich bin jetzt gerade dabei, das gepflügte Feld hier unten zu fräsen. Ich habe heute noch ein paar Saatkartoffeln nach der Arbeit geholt. Gala und Soraya. Ich habe dann heute die Sorten Melody, Talent, Gala, Soraya, Bamberger Handler und Blaue St. Galle und rotschalige, ich glaube Linda heißen die. Müsst ihr nachgucken. Und zusätzlich habe ich noch ca. 2 Zentner Futterkartoffeln. Das sind die bunt gemischten vom letzten Jahr. Da muss ich mal gucken, ich weiß nicht was es ist. Aber für Schweine dumm die. Die kommen auch mit hier unten rein. Ja, ich habe schon angefangen. Wieder hört, der KH15 hängt vor der Fräse. Warum der? Der Vater hat gesagt, du hängst den KH15 davor, du musst das jetzt ausprobieren, ob der das auch kann. Ich wollte eigentlich den KL300 nehmen, hab den schon rausfahren wollen. Okay, dann drehen wir halt den Spieß rum und probieren den 15er auch noch da aus. Ja, und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich meine, ja, ein paar Furchen sind drin, das ist ganz normal. Aber im Großen und Ganzen, der kommt auch mit dem Rotorkrümler klar. Ich glaube, das ist mein neuer Ackerschlepper, der 15er. Andere brauchen 500 PS, mir reichen 15. Ackern geht, fräsen geht, optimal. Was brauchen wir als nächstes? Keine Ahnung, schauen wir mal. Nee, der KL300 kommt natürlich zum Stecken dann im Einsatz, weil da ist der zu schnell dafür. Aber
solche Arbeiten ist optimal. Wie gesagt, keine Kotflügel drauf. Und so komische Gummidinger baue ich nicht drauf. Die gefallen mir einfach optisch nicht. Die Blechkotflügel, die der andere drauf hat, sind original. Die schauen nach was aus. Wie gesagt, er hat jetzt noch keine, deswegen geht es mit dem so wunderbar. Ja, und der Rotorkrümler hängt ja hinter mir dran. Ein Eberhard Rotorkrümler 370. Eine Ackerfräse auch genannt. Ja, und der macht seinen Dienst hier.
damit wir das Feld unten vorbereitet. Soweit ist alles durch. Ist jetzt gefräst, geackert worden. Der Weizen, der drauf war, ist jetzt eine super Gründüngung. Passt sich optimal. Besser geht's doch gar nicht. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen. Morgen soll es nochmal regnen. Hätte ich auch nichts dagegen. Und eventuell dann am Samstag, dass wir die Kartoffeln stecken. Samstag oder irgendwann nächste Woche. So dramatisch ist es nicht. Jetzt kommen ja noch die Eisheiligen. Wobei, der Boden ist so warm mittlerweile. Da glaube ich nicht mehr, dass es große Probleme geben wird. Das macht die Kartoffeln dann auch nichts mehr aus. Ja, auf alle Fälle, Feld vorbereitet. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht zu sehen. Dann am Maifeiertag war jemand da zu Besuch. Da sage ich nochmal einen vielen herzlichen Dank an die Familie Fatsch. Hat mich gefreut, dass ihr da wart. Ich habe ein paar schöne Teile noch vom Krame KL 250 gekriegt. Ersatzteile, die auch bei meinem passen, beim 300er. Und dafür möchte ich noch einmal recht herzlich Danke sagen. Hat mich gefreut. Ich hoffe, die Bamberger Hanle schmecken. Ja, in diesem Sinne gehen Grüße an euch raus. Ja, das ist das erste Mal, dass ich das mache. Und das hat, wie gesagt, den Grund, oder was heißt das erste Mal? Ich habe ja damals schon mal jemanden gegrüßt gehabt, da als kleines Dankeschön. Wie gesagt, das ist ein kleines Dankeschön dafür, dass ihr da wart. Jo, so viel auf alle Fälle dazu. Ja, für mich geht dann heute mit ein anstrengender Tag jetzt wieder zu Ende. Ich bin heute früh um 7 auf der Arbeit gewesen, also um 5.20 Uhr aufgestanden, gefrühstückt, Viechern ausgelassen, auf die Arbeit gefahren, 7 Uhr angefangen, bis um 4 Uhr gearbeitet, bin dann anschließend bei der Raiffeisen vorbei, habe meine Saatkartoffeln noch geholt, bin dann heim, war um 4:30, 5 daheim, habe mir die Fräse aus der Halle geholt, das Feld gefräst, dann war es kurz vor 7 Uhr. Die Stelle noch schnell gemacht, dann bin ich rein, da wird es so 7:30 gewesen sein, dann habe ich Abendessen, ja, und nach dem Abendessen ging es dann runter in meine Wohnung, dann habe ich hier mal gründlich durchgeputzt, alles gewischt, alles geputzt und gemacht und staubgesaugt und wieder einen Raum fertig gemacht, das kleine Gästeklo vorne ist jetzt auch fertig, wieder einsatzbereit, da ist auch der ganze Müll rausgeräumt, ja. Ich sage, anstrengender Tag. Jetzt ist mittlerweile gleich 23 Uhr. Ich gehe jetzt da noch duschen. Und dann haue ich mich aufs Ohr. Morgen früh geht es ja wieder bald raus. Und morgen wird auch wieder anstrengender Tag. Normalerweise Freitag nur bis 1. Aber morgen haben wir eine Arbeitsschutzschulung. Und die geht dann noch von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Und bis ich dann daheim bin, dann die Stelle noch machen. Und bäh. Aber das kriegen wir auch gar. Ja, wie gesagt, so schaut es auf alle Fälle aktuell aus. Das Feld unten ist soweit vorbereitet. Und je nachdem, vielleicht sollte ja nächste Woche schon wieder die Kartoffeln gesteckt werden. Den Job übernimmt definitiv wieder der KL300. Der hat einfach die langsameren Gänge noch wie der KA15. Den KA15 sollte ich dafür verwenden, damit der Motor endlich einmal richtig gearbeitet hat. Der Vater hat gemeint, wenn der jetzt einmal richtig warm geworden ist und alles eingelaufen ist, dann hat er deutlich bessere Kompression, springt leichter an. Und das ist definitiv mittlerweile der Fall. Je mehr der gearbeitet hat und je härter der gearbeitet hat, desto besser ist es geworden. Du gehst jetzt her, hockst dich auf den Bulldog drauf, du brauchst nicht einmal mehr vorne vorpumpen, du glühst dir kurz vor und der springt an, du brauchst nicht einmal mehr groß nachglühen. Der rennt. Wunderbar, genau so habe ich mir das vorgestellt. Und da hat er eben gesagt, das kommt da davon. Ja, deswegen sollte der zum Einsatz, aber fürs Stecken definitiv wieder den KL300, damit der auch zum Einsatz kommt. Ja, wie gesagt, ich hätte ihn ja heute fast gehabt und dann sagte er, nee, nimm den, du hast es noch nicht probiert, nimm den. Ja gut, habe ich gemacht. Gut, in diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Eine schöne Zeit, sag vielen, vielen Dank fürs Zusehen und ja, man hört sich nächste Woche wieder. Bis die Tage. Servus.